Willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Wir wurden gefangen genommen und sind jetzt dabei, irgendwie zu flüchten. Haben Hilfe bekommen von einer in schwarz gekleideten oder dunkel gekleideten Dame. Die haben wir wohl in der letzten Folge halt auch nochmal zum Schluss gesehen. Wie sie von den Rittern beinahe gefangen genommen wurde. Was? Riechen? Dahin? Okay. Tipp, vielleicht geduckt bleiben. Ja. Vielleicht nicht einfach so rennen. Wäre cool. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Okay. Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt jetzt die Augen offen. Ja, jetzt sieht ihr nach einer Ablenkung um und drücke nach oben, damit Arthur und Millie die Soldaten kurz beschäftigen. Da. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Okay. Also dein Bruder. Das ist meine Ablenkung. Wissen wir, wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur schätzen können. Wir großen allein mit diesen Mördern. Sie werden nichts tun. Du verstehst Sagst das du? Nicht. Wenn er Angst bekommt. Nein. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer. Wir müssen den Weg freiräumen. Muss er mal Zeug einsammeln, Entschuldigung. Eine biblische Platte. Das Feuerbecken ist aus Metall. Nein, sie würden uns den Weg versperren. Andere Probleme als diesen Krieg. König Edward muss den Rückzug anordnen. Dann vielleicht das da hinten. Hallo? Da. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Okay, was macht er jetzt? Er wirft. Trifft. Ein Wurf, ein Treffer. Die anderen interessiert das hier gar nicht. Okay. Pass auf die Flaschen auf. Was sagst du mir? Jetzt? Okay. Was war das? Ich war das. Kann ich da rüber und mir das Zeug holen? Nee, sieht nicht danach aus. Okay. Niemand da. Seltsam. Wo ist die denn jetzt hin? Da. Wir nur gucken, ob wir hier was Tolles haben. Wie zum Beispiel Schwefel. Kann man ja mal mitnehmen, ne? So. Gibt's hier schöne? Vorsicht! Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer ewigen Quasselei. Okay. War wohl doch nichts. Ja, war nur der Wind. Nicht, dass er jetzt hier einfach ins Gebüsch hier reinschießt. Ja, als Robin Hood. Bleib unten. Ist gut. Ich bin unten. Guck, guck. Los. Okay. Weit so furchtbar. Das kriegen wir doch gut hin. Vorsicht! Was für Vorsicht. Ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, Guyen gehört endlich wieder zu England. Ach ja? Dann sieh dich draußen mal um, Geige. Was ist denn damit? Da. Nein. Du brauchst wir müssen nur da drüben lang. Zu vertreiben. Okay, dann vielleicht den Topf da. Ich hab sie gesehen. Da, der Topf. Ja, gut gesehen. Und wenn sie dich erwischen, dann gute Nacht. Nein. Denkst dir das doch bloß aus. Was machst du? Du wirfst. Jetzt nach links. Sei vorsichtig. Okay. Du kennst die Befehle. Klappbeschosse. Da war nichts. Sehr gut. Da war nichts. Sehr gut. Hä? Was für ein Gefangener bringt so eine hohe Belohnung? Kinder von Valois. Der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roon. Der Ritter vom Baum. Diese Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein. Keine Sorge. Das musste ja passieren. Okay.
Ja, und jetzt, wenn sie mich natürlich suchen, bin ich natürlich nicht da. Mal sehen. Das und das. Oh nein, das kriege ich nicht auf. Gar nicht mal übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. Doch. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Bescheid. Wärst du so freundlich? Okay, die hat da irgendwas drauf gemacht, damit das aufgeht, oder was? Hier, viel Spaß damit. Gut gemacht. Danke. Dann weiter. Ich komm schon. Alles voll. Oh. Und ich kann auch nichts unterwegs herstellen. Und doch. Leise. Melly, nicht da lang, da sind zu viele von ihnen. Leise. Vorsicht. Yep. Nicht gegen die Flaschenrempel. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Nix. Hab schon alle. Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Ja. Die Hälfte der Vorräte verschwindet einfach. Ja, ganz seltsam. Wie können die Vorräte verschwinden? Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Und mit den Hühnern? Ich will zu den Hühnern. Bestimmt ganz nett. Machen vielleicht ein bisschen Lärm, aber sonst sind sie bestimmt ganz nett. Hm. Mein Bruder! Sieht ganz so aus. Schnell! Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Deine Schwester. Diese Dreckskerle, die diese Dreckskerle. Oder Jungs? Beruhige dich. Nein, nein, bitte nicht. Hey, freu dich einfach, dass du noch lebst. Die Kleister hier gehen vor die Hunde. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die er ist einmal aus der Puste. Ihr Käfig steht offen, alle suchen nach ihr. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. Okay. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Heißt jetzt an ihn ran und ihn befreien? Doppelschuss, Doppelschuss, Doppelschuss. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. Truhe? Ah, Truhe. Dein Einsatz, Melly. Ein paar Männer rüber zum Ostwall. Okay. Und ich habe mein Zeug. Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Gut. Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Oh, da oben. Zum Glück sind sie beschäftigt. Zum Glück hat das keiner mitgekriegt. Melly, das Schloss. Dann ist auch Zeug. Kinderspiel. Sie sagt, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Amicia! Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja. Ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Aber erstmal muss ich hier Zeug einsammeln, ja? Es gibt Dinge, die sind wichtig. Na. Guck mal. Auch gleich Werkzeug. Dann kann ich vielleicht hier... Du musst einfach schon mal herstellen. Was ich habe, das habe ich. So, mehr jetzt einmal nicht, weil es kostet Stoff. Stoff ist noch Mangelware. So. Soldaten, ein paar Männer rüber zum Ostwall. Wir warten hier einfach. Ja. Okay, gut. Ich dachte, er guckt ein bisschen anders. Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt.
die Musik so ein bisschen intensiver wird, wenn man halt gesehen wird. Aber gut. Hey. Einfach mittendurch. Was war das? Oh oh. Da ist was. Die Zelte. Durchsuch die Zelte. Hey, sofort stehen. Maul halten. Bist du dir sicher? Absolut. Ich bin's leid, wegzulaufen. Zack. Dann los. Wo ist die andere? Da. Ein paar Männer rüber zum Ostwall. Hallo. Oh. Ich habe geworfen meine scheiß Schleuder. Aber nun gut. Kriegen wir hin. So, muss ich jetzt nochmal mein Zeug davon holen? Ja, ich muss nochmal mein Zeug davon holen. Aber das ist in Ordnung. Damit komme ich klar. So, hoffe ich, dass ich auf dem Weg nach draußen auch genug Steine finde. Habe ich eventuell ein kleines Problem. 6 Munition und so. Bist du dir sicher? Einer weniger. Absolut. Ich bin's leid, wegzulaufen. Noch einer weniger. Noch immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Aussperren. Teilt euch auf. Und achtet auf die Zelte. Guten Tag. Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Genau. Es gibt noch genug Steine für alle. Sonst zimmer ich die hier aus dem Boden raus. Gar kein Problem. So. Zwischendurch gucken, ob es hier noch irgendwie was gibt zum Mitnehmen. Ein Bogenschütze. Hallo. Hast du dich kommen sehen, ne? Das war unglaublich. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Klar. Easy. Gar kein Problem. Herr Kohlenstein. Oh, da hinten ist irgendwer. Den hätte ich never ever gesehen. Nichts. Da. Was ist das? Das ist ein Stein, der auf dich zukommt. Guck dir es an. Hast du gesehen? Nicht? Schade. Wieso wurde er aufmerksam von Dingen, die hinter ihm waren? Na egal. Aber hier liegen reichlich Steine rum. Können wir tatsächlich den Krieg im Alleingang gewinnen. Grundhof Bräunig. Leder. Leder, Leder, Leder. Sowas herstellen kann ich mal wieder Schwefel mitnehmen. Zack. Was ich habe, das habe ich. Nur, okay. Okay. Wir nehmen hier noch so einen Stein. Man weiß ja nie. Okay, ich kann also wohl meistens den Stein, den ich auf Gegner geworfen habe, auch wieder mitnehmen. Was eigentlich voll praktisch ist. Und ist logisch, so ein Stein stört sich ja dann nicht. Aber der hier zum Beispiel hat keinen Stein. Okay. Könnte man jetzt natürlich überlegen, geht man nochmal ein ganzes Stückchen hier zurück, sammelt das ganze Zeug an, was halt vorher nicht ging. Können wir eigentlich machen, ne? Mein. Alles herumliegende Materialien. Dafür bräuchte man. Aber jetzt bräuchten wir dafür auch nochmal einen Lappen. Ich weiß nicht, wie viel wir davon mitnehmen können. Aber jetzt haben wir ein bisschen was. So. Dann gehen wir doch nochmal ein Stückchen zurück und sagen ihm hier guten Tag. Guck mal, da steht auch nochmal eine Truhe. Ich sehe mal nach. Warte, ich habe das Falsche. Ich habe das Falsche. Da. Oh.
Egal. Er hatte noch dieses Feuerzeug hier ausgerüstet. Jetzt habe ich natürlich voll das Ding verschwendet. Dein Einsatz, Melly. Ja. Naja, wie man es macht, macht man es falsch, ne? Dankeschön. Leder, Alkohol, ein Stoff. Oh, rein. So. Dann liegt da vorne noch ein Tontopf. Hier noch ein bisschen Schwefel. Nehmen wir mit. Oh, eine Werkbank. Das ist cool. Dann kann ich nämlich einmal... Nein, kann ich nicht. Fehlt mir denn? Weil Peter fehlt mir jetzt, okay. Aber das müssten wir jetzt irgendwo hier noch haben. Kann ich das mitnehmen? Und dann kann ich unterwegs immer was herstellen und ich brauche keine Werkbänke mehr. Was ganz cool wäre so an sich. Vorne ist einer. Zack. Okay, da kommen welche mit Helm. Das heißt, das ist dann zu viel. Da haben wir das Salpeter. Mist. Oh oh. Versteckt mich hier mal kurz. Irgendwie und irgendwo. Bis das Interesse verloren haben. Das geht ja anscheinend relativ schnell, sofern sie mich nicht sehen. Wir haben halt jetzt gesehen, ja, da liegt ein Toter. Okay, war wohl nur der Wind. Ist er? Okay. Ich habe gesehen, die anderen, die tragen irgendwelche Metallhelme. Da kann ich natürlich jetzt keinen Stein dagegen werfen. Ist doch der Helm auch nur so klonk. Okay, aber wir haben das, was wir wollten. Ein bisschen Salpeter. So, dann können wir nämlich das Ding hier herstellen. Ich brauche keine Werkstatt mehr. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So, heißt... Benutze ich denn das jetzt? Hier nicht. Ah, hier. Okay. Warten wir da jetzt nicht irgendwie ein... Nee, warten wir nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt hier irgendwie einen Slot mehr gehabt, den ich theoretisch machen könnte. Aber nein. So, das heißt, ab hier kann ich dann immer gucken, was kann ich denn hier irgendwie wo herstellen. Ja, und irgendwie Bänder war jetzt so das nächste, was theoretisch geht. Wenn wir Stoff und Salpeter wieder hätten. Okay. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Sind ja jetzt schon alle tot hier. Da kann ich ja gehen. Wenn sie durch die Gegend hockt. So. Und jetzt hier durch das Tor oder wie ist das? Jo. Ich zahle Lösegeld für die Dirun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Amicia, dräng sie zurück! Sofort! Oh, die Inquisition! Was zum Teufel habt ihr getan? Gar nichts! Wir haben nichts getan. Sie wollen Hugo. Ja. Lasst uns abhauen! Ich gehe ja schon. Hier geht's raus, schnell! Zwischendurch ein paar Steine mitnehmen. So, und hoch da. Oh oh. Schön, dass er sich unseren Namen schon gemerkt hat. Ja. Okay. Alles klar.
Boah, wie lange braucht er denn da, seinen Bogen nachzuladen? Mist. Okay. Die Luke da, das könnte unser Weg nach draußen sein. Da ist deine Kette. Melly! Komm schon, komm schon. Muss ich irgendwie... Ja, ich muss. Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Da draußen könnt ihr euch... Wo hast du denn hingeschossen? Halt den Mund! Lasst uns ins... Okay. Amicia, komm schnell! Lecker. Schlau, eine der anderen Leichen als Schutzschild quasi zu nehmen. Das war voll schlau. Ich glaube nicht, ob ich so schlau gewesen wäre in dem Moment. Kapitel 7. Der Pfad vor uns. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Gut. Dann folgen wir dem Weg. In der nächsten Folge von A Plague Tale Innocence. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Können wir weitergehen? Gleich können wir weitergehen. In der nächsten Folge.